Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 22 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Und ja, morgen gibt es endlich wieder einen Stream, Freunde. Morgen um 19.30 Uhr bin ich mal wieder live und in Farbe, Freunde. Ich habe richtig Bock, wieder mal hier live zu sein. Wir werden nochmal schöne Packs öffnen im Summer Vacation Event. Ich habe da nochmal schön was angespart. Können wir nochmal schön paar Packs öffnen. Vielleicht ziehen wir den einen oder anderen geilen Spieler. Wäre auf jeden Fall ja sehr, sehr wild. Also Freunde, würde mich freuen, wenn ihr alle morgen um 19.30 Uhr mit einschalten würdet. Und ja, Freunde, heute geht es um ein Thema und zwar um den Star Pass. Mir ist da nämlich so ein bisschen was aufgefallen. Gut, das ist jetzt nicht vor kurzem, schon etwas länger habe ich mit diesem Gedanken gelebt. Oder ist mir dieser Gedanke gekommen, und zwar schafft man glaube ich gar nicht den Star Pass Free-to-Play durch. Es ist glaube ich so, Freunde, weil ich bin jetzt hier aktuell Level 83, fast 84. Ich lasse einfach. Das ist jetzt 7 FIFA Points auszugeben, ist auch, ich spiele aber gleich nochmal ein Spiel, dann habe ich es. Also ich bin jetzt fast 84 und ich muss sagen, ich schaffe ihn wahrscheinlich nicht Free-to-Play durch. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wo ihr gerade seid. Aber das wundert mich eigentlich schon. Ich habe eigentlich immer gespielt. Sogar im Urlaub habe ich die tägliche Quests immer gemacht. Ich habe mir den Wochenboni abgeholt. Ich habe die tägliche Quest gemacht. Das wundert mich eigentlich schon, dass man den jetzt anscheinend nicht schafft. Also Freunde, schreibt mal gerne rein, wo ihr seid. Aber ihr könnt auch zu reinschreiben, habt ihr reingepaid oder seid ihr halt auch Free-to-Play jetzt... also ob ihr halt Free-to-Play soweit seid oder ob ihr halt ein bisschen was reingebuttert habt. Weil ich habe bis jetzt noch nichts reingebuttert. Ich werde da wahrscheinlich was reinbuttern, weil ja, ich möchte ihn natürlich ich möchte ja Cantona bekommen. Der noch wie viel wert ist? Ja, noch 14 Millionen. Aber es ist halt wirklich komisch. Ich hatte halt gedacht, man kriegt ihn Free-to-Play durch, aber anscheinend kriegt man ihn doch nicht Free-to-Play durch. Ich bekomme morgen jetzt hier nochmal... das hier, aber das ist ja dann auch das letzte Mal, dass ich halt den Meilenstein dann hier bekomme, also diese Wochenboni. Ja, und dann kommt man vielleicht nochmal 3 weiter und ansonsten, ja, immer täglich einmal mit Spielen, vielleicht 2-mal, aber nicht täglich. Also es ist schon komisch, Freunde. Ich hatte wirklich gedacht, dass man hier Free-to-Play durchkommt, also bei mir ist es nicht der Fall. Ich habe wirklich bis jetzt hier nichts reingehauen und ich habe auch jeden Tag gespielt, die Quest gemacht. Nicht eine Woche ausgelassen oder nicht einen Tag. Es ist komisch. Es ist wirklich komisch. Also schreibt es mal gerne in die Kommentare rein, Freunde. Ist es bei euch auch so? Oder habe ich vielleicht irgendwie doch was verpennt? Aber ich glaube, das ist bei den meisten auch so. Also halt wirklich die Leute, die noch nichts reingepayt haben. Die Leute, die reingepayt haben. Ja, okay, dann ist ja klar. Aber halt an die Leute, die noch nichts reingepayt haben. Ich habe ja bis jetzt noch nichts reingepayt. Ja gut, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe auf jeden Fall jetzt hier nochmal 2 Packs, also insgesamt 4 Packs, also 2 Elite und 2 Gold. Ich hole mir jetzt erstmal hier die Scouting-Token ab, alles für morgen für den Livestream. Das ist natürlich auch sehr, sehr geil, haben wir jetzt 2100. Okay, jetzt kommen hier nochmal welche, lol. Somit haben wir jetzt 2300, also alles für morgen ist es auf jeden Fall sehr, sehr wild. Münzen hole ich mir auch nochmal schnell ab, zack, zack. Und dann öffne ich jetzt hier nochmal. Ja, die Packs. Ich fange mal hier mit dem Goldpack an. Mal gucken, vielleicht kriegen wir sogar aus dem Goldpack einen Walkout. Kriegen wir sogar, lol. Kein Event-Walkout, aber wir kriegen hier Firmino. Roberto Firmino. Okay, nehme ich mit. 85er Roberto Firmino. Ich hatte kurz gedacht, bei Brasilien. Oh, könnte vielleicht Neymar sein. Aber Firmino nehme ich mit. Aus dem Goldpack. Ich glaube, es ist wie viel? 70 plus? Oder sieht man das hier? Goldbasis. Enthält 75 plus Guest Basisspieler. Bei allen Spielern besteht die Chance, dass es sich um einen 26 plus Guest. Achso, okay. Also es besteht die Chance, aber das sind halt 75, also 70 plus Pack kann man sagen. Ist ein 70 plus Pack? Nimm mal mit. Zweites 70 plus Pack. Mal gucken. Vielleicht ziehen wir Back-to-Back Walkouts. Ja, okay, leider nicht. Leider kein Back-to-Back. Aber immerhin ziehen wir einen 83er Jimenez, okay. Fast ein Walkout. Ah, okay, nehme ich aber auch mit. So, kommen wir jetzt zu den 2 Elite. Ich glaube, da ist es eigentlich so ähnlich. Ich mach mal. Also da kriegen wir Save Walkout, aber da ist die Wahrscheinlichkeit nochmal größer. Komm, ihr bitte. Jawohl, wir kriegen Walkout und kein Event, aber normal. Es ist wieder Brasilien.
Aber es ist diesmal, es ist Casemiro diesmal. Casemiro, der jetzt hier zu Manchester United wechselt. Finde ich ein bisschen komisch, weil Manchester United ist aktuell ziemlich ja, am Abkacken. Aber gut, Casemiro möchte nochmal eine neue Herausforderung. Er hat alles gewonnen bei Real. Kann man nachvollziehen. Also ein bisschen hoch. Casemiro hier am Start. Oh ja, und dann noch ein Alexandro und Ocampos 83 dahinter. Ja, das Pack war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Mal gucken, ob das andere Elite-Pack das überbieten kann. Let's go, wir gehen rein. Wir gehen rein. Und bitte ein Walkout. Jawohl, Walkout. Let's go. Und es ist ein Event. Es ist ein Event. Schweden, ZM. Oh, ich weiß es nicht. 89er, okay. Also eigentlich so wie Casemiro. Ist halt die Frage, was ist dahinter? Ein großes noch dahinter, 88 und ein Kai Havertz, 84. Ja, das Pack ist sogar noch ein bisschen besser als das von gerade eben. Mit Toni 88er Toni und 89er Svanberg nimmt man auf jeden Fall mit. Das ist ganz klar. In Sachen Verkaufen kann man wahrscheinlich erstmal hier nichts, ne, weil die ja... Ja, ich muss sowieso mal hier wieder ein bisschen ausmisten. Ich habe hier noch jemanden, okay, der geht nicht raus. Ja gut, aber diese ganzen Elite-Spieler gehen sowieso, glaube ich, gar nicht mehr raus. Ja, da gibt es so viele Verkaufsmengen. Was mit Kimmich? Geht auch nicht. Casemiro? Vielleicht geht der raus? Okay, nee, leider nicht. Ja, wir machen jetzt nochmal zum Abschluss einen Umtausch, Freunde, habe ich mir überlegt, und zwar das hier. Machen wir jetzt hier nochmal zum Schluss. Habe ich Bock drauf. Komm, hau ich auch direkt hier die ganzen Sachen rein. Zack, zack. 5 habe ich auch. Und dann nochmal hier 70. Haben wir sowieso gerade einige gezogen. Okay, Freunde, let's go. Mal gucken. Vielleicht könnt ihr ja wieder. Ich drücke mal drauf. Vielleicht ziehen wir ein Walkout. Wir ziehen Walkout. Das ist sehr, sehr wichtig. Und Event. Okay, das ist auch sehr geil. Nein, nicht schon wieder der, oder? Oh, es ist der gleiche. Ja, perfekt. Ich ziehe diesen 89er. Ah, ja, moin, Digga. Svanberg, du bist doch der beste Kappa. Was dahinter? Okay, Merkel ist noch dahinter und Eder Militao. Ah, lass ich nicht auf mich sitzen. Ich mache noch eins. Ich mache noch eins. Das lasse ich nicht auf mich sitzen hier. Zack. Noch schnell eins dahinterher ballern. Das lasse ich nicht auf mir sitzen, obwohl nicht den Torwart. So, zack. Komm, ihr jetzt aber. Jetzt will ich einen dicken Fisch sehen. Komm schon, let's go. Let's go, let's go. Jawohl, Walkout ist sehr gut. Event Walkout auch gut. Niederlande diesmal, okay, das ist mal besser. Kein Back-to-Back. Aber es ist ein... Oh, es ist vom Guest sogar schlechter. Hammer, Alter. Hammer hier. Das ist ja Hammer. Nee, das Pack ist gar nicht Hammer. Dahinter? Oh, okay, noch ein Marquinhos, aber mehr ist dann halt auch nicht. Ende. Okay, Freunde, ich würde sagen, das war's dann jetzt erstmal mit den Packs. Ich würde sagen, sonst gehen wir dann mit dem Video. Und wenn es euch gefallen hat, gerne Like, lasst kein Abo da. Wir sehen uns dann morgen im Stream-Video. Würde mich freuen, wenn ihr alle mit am Start seid, Freunde. Macht's gut, Freunde. Bis morgen. Haut rein und ciao.